Pineview Drive Homeless heißt das Spiel, was wir uns heute mal zusammen anschauen wollen, ist der Nachfolger von Pineview Drive. Ein Spiel, was vom Grundprinzip her nicht verkehrt war. Ich mal gespielt habe, aber es war eigentlich Mist, sagen wir es mal so. Die Umsetzung war relativ beschissen. Es geht darum, um ein altes Haus. Nachts, Gewitter. Und man muss eigentlich nur Schlüssel suchen, um von einem Raum in den anderen zu kommen. Und ja, das passiert halt nachts und das ist gruselig, weil es draußen gewittert. Das war so im Prinzip das Spiel, worum es ging. Und jetzt wird dieses Setting nochmal aufgegriffen und ja, kam Anfang April als neues Spiel Pineview Drive Homeless raus. Ich hoffe, dass einfach an dem Spielprinzip sich ein bisschen was geändert hat, weil das Setting und ja, wie das Spiel eigentlich aufgezogen war, war relativ cool. Es hat mich, stimmungstechnisch fand ich es echt ziemlich, ziemlich cool. Aber das Spiel an sich war halt, also machen wir uns nichts vor, das war totaler Rotz gewesen. Und was mich noch ein bisschen geärgert war, die Synchronisation, die hat das Spiel auch mehr lächerlich gemacht als, ja, was es war. Ansonsten bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich bin da ganz zufällig drauf gestoßen, weil ich eben überlegt habe, wie dieses Spiel damals hieß und wollte gucken, ob es da mal eine Fortsetzung gab. Und ja, die kam Anfang April, also vor ein paar Wochen raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Sache jetzt mal an und ich hoffe, dass es einfach geil umgesetzt wird. Aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel und schauen uns die Sache mal an. Ich glaube, es gibt auch ein kleines Intro. Mein Name ist Miles Roberts. Ich war in der Army eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. Gedanken an ein Dach über dem Kopf machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, ich wollte nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. So, Pineview Drive. Also, um die Sache nochmal zusammenzufassen, wir spielen einen ex-obdachlosen Veteranen, der quasi so durch die Nacht zieht und einen Unterschlupf für die regnerische Nacht sucht und kommt nach Pineview Drive. So, das Spiel wurde gespeichert. Es ist 22 Uhr, noch 10 Stunden bis Tagesanbruch. Willkommen im Spiel Pineview Drive Homeless. Na, hallo. Benutzen Sie WASD, um sich zu bewegen. Oh Gott, bewegen wir uns langsam. Wir können mit Umschalt sprinten. Okay, ich hoffe einfach mal, dass wir nicht... Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Kann ich hier einfach wegrennen? Nee. Wir gehen natürlich wieder zurück. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir vor nichts wegrennen müssen. Das wäre jetzt wirklich... ja. Gut, wir haben eine Taschenlampe mit F. Das Spiel ist an sich super dunkel. Ich habe es schon auf ganz hell eingestellt. Man glaubt es kaum.
Die Blitzlichter, die kennen wir auch noch. Wir haben eine Taschenlampe, für die haben wir rechts oben. Ich weiß jetzt nicht durch die Webcam, ob man die sieht. Vielleicht muss ich das mal noch umbauen, mal schauen, wie ich das mache. Dass man da den Akku von der Taschenlampe sieht, der sehr tief ausgerichtet ist. Ja, und wir müssen Batterien suchen, auch neben Schlüsseln. Das ist ja gleich dem ersten, gehe ich jetzt mal davon aus. Ich weiß nicht, ob wir Schlüssel suchen müssen. Ansonsten, genau, das ist der Hof, das ist das Pineview Drive Anwesen mit dem Springbrunnen und den Fröschen. Alle, die die 1 gespielt haben, kennen das ja sicherlich. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen die Taschenlampe an, um auch mal zu checken, wie lang der Akku eigentlich hält, die Batterien. So, okay. Das sieht schon mal aus, wie wenn wir da überall rein können. Zumindest überall was dahinter. Hier ein lustiges Windspiel, ist das nicht toll. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen halt einfach mal... Blitzer. Genau, hier. Alles ruhig hier. Ja. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Regenton an, Regenton aus. Regenton an. Regenton aus. Okay. Komischer Schatten an, komischer Schatten aus. Alles klar. Ach, guck hier. Aha. Ja, wer hätte das gedacht? Lichtschalter funktioniert nicht. Genau. Hier hatten wir zum Beispiel die Batterien. Genau. Drücke R, um Batterien der Taschenlampe zu wechseln. Und diese, wenn diese leer werden. So. Genau. Da oben hängt sogar noch diese komische, ja, was auch immer, was das sein mag. Da durchgehen. Ich würde nur zu gern mal wissen. Nur ein paar knarzende Holzdielen. Kein Grund. Ja, kein Grund. Irgendwas. Lichtschalter funktionieren natürlich null. Schöne Bilder von Leuten. Diese Engel, die waren auch immer gruselig gewesen. So, und natürlich das Schlimmste war dieser scheiß verkackte Clown. Warum schwanken der mit der Taschenlampe so rum? Diese Schatten, das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ja, da geht's schon los. Schlüssel fehlen, also werden wir auch hier höchstwahrscheinlich wieder Schlüssel suchen müssen. Das einzige Gute... Genau. Hier ist, dass wir ja wahrscheinlich überleben, da uns der Veteran doch die Geschichte so ein bisschen im Nachgang erzählt. Also wissen wir, dass wir hier eigentlich nicht so drauf gehen. Eines der beschissenen Spielmechaniken in dem ersten Teil war, dass man wahrhaftig sterben konnte, wenn man sich zu doll erschreckt hat. Also das Spiel hat irgendwie erkannt, wie auch immer, wenn man sich erschreckt und hat dann da Lebensende. Wow! Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bei aller Liebe. Und warum gehst du wieder zu? Das Spiel hat wahrhaftig erkannt, wenn man sich erschreckt. Und es hat einem dann immer Lebensenergie abgezogen, je nachdem, wie doll man sich erschreckt hat. So. Ja, danke, dass wir da rein dürfen. Shit. Aber sagt es denn, ein Bett, das sollte für diese Nacht wohl reichen. Genau, das ist das Bett, wo wir auch im Teil 1 immer geschlafen haben, zumindest ist es der Raum. Und was ist jetzt los? Kurze Zeit später, na super. Ich glaube, wir schlafen jetzt, bis wir... Was war das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich werde lieber mal nachsehen, was das war. Genau, und da oben haben wir wieder links diese tolle Anzeige, also bleibt auch hier alles beim Alten. Kann auch das Ding wieder anmachen. Wir sehen uns nicht im Spiegel. Ach ja, Kerzen gingen, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. Und was liegt da für ein Scheiß da unten? Und warum kann ich mich nicht ducken? So, genau, haben also links oben jetzt die Anzeige. Und immer wenn wir uns scheinbar erschrecken, zieht uns das ein bisschen was ab. An Energie. Und selbst hier drin geht's Licht nicht. Und wir... Ja, von ein bisschen Energie und sterben dann.
dementsprechend, also was heißt sterben, werden irgendwie ohnmächtig, glaube ich, so war das gelesen, werden ohnmächtig und fangen dann die Tag nochmal von vorne an. Irgendwie so war das. Jedenfalls ganz schön. War diese Tür eben auch schon offen? Nein. Aber den Raum kennen wir natürlich auch. Warum macht die scheiß Taschenlampe so dunkel? Ich sehe hier null. Was haben wir denn hier? Gibt's hier irgendwas? Nee. Warum kann ich mich nicht ducken? Also sofern ich jetzt sehe, gibt's hier eigentlich nichts. Ich habe das Spiel ohne Scheiße, ich habe das auf ganz hell eingestellt. Und selbst ich sehe nichts. Und dann, wird das ja durch. Ey. Wird das ja durch YouTube nochmal eine Ecke dunkler? Aha. Cool. Cool, cool, cool. Und dieses Mittels verbessert deinen geistigen Zustand. Habe ich denn sowas wie... Habe ich das jetzt automatisch eingenommen? Ah. Ja, cool. Was ein Spaß. Kann man hier Schubladen irgendwas aufmachen? Nee. Es war... an und für sich nicht ganz so Jumpscare-mäßig, was ich ziemlich gut finde, weil also die Taschenlampe, das ist ja echt für'n Arsch. Das ist ja echt für'n Arsch. Ja, ihr braucht gar noch mal so blitzen. Oh, jetzt habe ich R gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Haben wir jetzt aus Versehen mal... Taschenlampe. Warum zum Teufel ist diese Tür jetzt abgeschlossen? Ja, das frage ich mich auch. Alte Kacke ist das, eine alte Kacke. Das ist doch dasselbe Bild, was oben hängt. Also ich glaube auch irgendwie, unser geistiger Zustand hat auch schon wieder geringfügig nachgelassen. Warum kann ich nicht jemanden anrufen? Meine Mutti oder so. Boah, warum spiele ich das? Ich habe schon ein bisschen Bock drauf, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe schon Bock drauf und das einzige Spiel, was mich zurzeit sonst noch reizen würde, ist halt Anno 1800 und das spielt ja Lukas zurzeit schon auf dem Channel. Ich hoffe, das guckt er auch alle fleißig an. Ich laber einfach scheiße, weil ich sonst keine Ahnung habe, was ich... sonst würde ich mir einfach volle Bude in die Hosen kacken. Genau, hier haben wir Streichhölzer. Damit können wir... das anzünden und die Taschenlampe ausmachen. Streichhölzer 4, ein das. Hier haben wir einen Text. Wir gucken uns doch noch mal ein ganz kleines bisschen. Ich will aber eigentlich nicht so viel nach draußen gucken. Ich habe immer Angst zu sehen, was vom Fenster steht. So, dann schauen wir uns den Zettel an. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Was zum... Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Und der Synchronsprecher ist auch dasselbe wieder. Wie aus dem ersten ist es auch ein kleines bisschen besser als... Ja, Bade 1 aber trotzdem nicht ganz so geil. So, der Kerzenleuchter ist auch schon wieder aus. Wir haben den ersten Schlüssel gefunden. Und schauen einfach mal, wo der jetzt... Gott! Verdammt! Der Schlüssel ist abgebrochen. Was war denn das für ein fucking Ton? So. So, kann ich hier oben das Ding eigentlich auch anmachen? Nee. Das sind auch... Nee, das sind auch... Was? Dass ich jetzt... Oh Gott. Was sind das für Töne?
Er hat sich vor irgendwas erschreckt gerade. Ich weiß zwar nicht vor was, aber okay. Batterien. Sehr geil. Da können wir nicht lesen. Das haben wir angemacht. In den Schubfächern scheinen wir ja nichts machen zu können. Okay. Ach. Da könnten wir sozusagen auch... Vielleicht mache ich das mal. Wobei das relativ sinnlos ist, ne? Wenn die Kerzen hier bloß so... keine Ahnung, 2 Stunden halten. Das war übrigens der scheiß Hocker, ne, wo im ersten Teil dieser verkackte Clown drauf saß. Machen wir nochmal Kerzen an. Ich nutze erstmal alles, was geht. Warum gehen diese verfickten Türen immer so schnell zu? Noch mehr Streichhölzer. Ich glaube nicht, dass das immer so mit dem Loot so krass sein wird. Ah, fuck it. Scheiße, das ist dieser verschissene Clown. Und der Arm, der unter dem Bett lag, der gehört da dazu. Und der Kopf liegt auch noch irgendwo. Ah, verdammte Axt. Kann ich den Fernsehen? Ich will einfach eine Runde Fernsehen gucken. Ah. Wenn das eine scheiß Belohnung sein soll, diese Dinge einzusammeln, warum macht man dann so ein creepy Geräusch dazu? Da habe ich gar keinen Bock, den Fick einzusammeln. Ah, okay. Das dann also zu. Schauen wir halt erstmal hier rein. Sieht aus wie eine kleine. Das breitet 10 Streichhölzer. Aha. Na gut. Ich muss hier schnellstens wieder raus. Warum? Ich habe gedacht, du wolltest hier die Nacht verbringen. Okay. Ach ne, hier, guck mal. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Mhm. Okay. Gut, dann hat's jetzt neu geladen, meinetwegen. Kann man machen. Noch 9 Stunden. Ach, unsere geistige Energie wurde auch wieder etwas aufgeladen. Schauen wir mal. So, ich glaube, hier waren wir jetzt noch nicht. Noch mehr Vorratsraum. Streichhölzer, die wir halt nicht mitnehmen können. Batterien, die wir Gott sei Dank mitnehmen können. Ja, eine Quietscheente. Da liegt der Kopf vom Clown. Das beunruhigt mich in keinster Weise. Da liegt einfach so Fleisch und Fisch und Käse und Hummer. Aha. Da draußen dreht sich das Ding. Nichts Beunruhigendes bis auf die Musik. Okay. Warum hat das jetzt neu geladen? Warum kam da ein Ladebildschirm zwischendrin? Das war früher definitiv nicht so. Das immer geladen, wenn wir geschlafen haben. Ich glaube, das Haus ist jetzt komplett anders. Ja, ich muss sagen, so zur Abwechslung. Auf dem Hocker scheint mal was gesessen zu haben. Ja, ein Clown. Ich weiß das. Was das war? Ich weiß es. Es war dieser verfickte Clown, dessen Körperteile wir schon einzeln überall in dem verkackten Haus gefunden haben. Ey. Das ist zum Kotzen, wenn man nicht los, wenn man nicht die Tür aufmacht und lossprintet. Dann hat man hier keine Chance, zu den Türen wieder rauszukommen. Ich weiß ja jetzt nicht, was wir so richtig machen sollen.
Mein Licht funktioniert nicht. Okay, hat er sich halt erschreckt. Ich habe mich jedenfalls nicht erschreckt. Was soll ich denn jetzt machen? Das Einzige, was ich von der Sache her cool fand, man hat manchmal beim ersten Teil, wusste man halt nicht so richtig, was man jetzt eigentlich machen soll, was man will, weil irgendwo ein Geräusch im Hintergrund war, was man überhört hat. Wo dann gesagt hat, oh, das Geräusch kam bestimmt aus der Speisekammer. Also wenn man das schon so blöd löst, dann muss man sagen, dann ach. Aha. Ich sehe halt nichts mehr. Ich sehe halt echt nichts mehr. Ich will jetzt aber auch nicht sinnlos so Batterien verbeuteln. Also ich gehe mal davon aus, dass es uns irgendwann mal einen Tipp gibt und sagt, weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, was wir machen sollen. Ich hätte mich jetzt am liebsten einfach wieder ins Bett gelegt, aber das scheint ja falsch gewesen zu sein. Da waren wir, ich meine, wir waren da, wir waren unten, glaube ich, überall gewesen. Wir kommen nicht raus. Ich weiß ja noch immer nicht, ob die Geräusche bedeuten, dass gerade irgendwas passiert ist. Hat sich auf jeden Fall schon wieder erschreckt. Ja, könnte halt langsam mal so einen scheiß Tipp geben. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig einen Plan, wo wir hin müssen. Ich habe nicht so den richtigen Plan, wo wir hin müssen. War hier noch irgendwo was? Ach, gut. Die Batterien sind alle. Eigentlich kommen wir ja gerade bloß hier hinten noch lange, ist das richtig? Fisch. Ich kann auch nicht sagen, dass wir jetzt hier irgendwas übersehen haben. Das ist der Clownkopf, mit dem muss ich ja nichts, kann ich ja nichts machen. Ich habe 10 Streichhölzer. Ja. Ach, okay. Alles klar. Ich muss jetzt die Puppe wieder zusammenbauen oder was? Warum sollte ich das machen? Brauche ich jetzt auch den Kopf? Nö. Na gut, dann setzen wir die mal wieder auf ihren altangestammten Platz. Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Warum sollte ich das machen? Ich meine, es ist ein Gruselhaus. Wo komische Sachen passieren. Ich meine, ich könnte auch abhauen, aber nö. Bauen wir hier so eine... diese komische Kasperkuppe wieder... Kasperkuppe? Kasperpuppe wieder zusammen. Ja, kein Problem. Alles normal, alles easy. Ja, dann schauen wir mal, dass wir wieder in unser Zimmer kommen. Wenn ich hier den Ausgang finde. Der war, glaube ich, hier.
Wer, ohne Scheiß, wer kommt auf die Idee? Diese verkackte Puppe wieder zusammenzubauen. Bei aller Liebe. Ich meine, werde ich mich halt mich ja krass verwirren und keine Ahnung mehr haben. Cool, sieht absolut ungruselig aus. Und werde keine Ahnung mehr haben, wo ich hier eigentlich langlaufe. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt schlafen können oder so. Wenn nicht, nehmen wir dann einfach die Puppe mit ins Bett. Ist ja alles kein Problem. Kann ich jetzt bitte schlafen? Kann ich jetzt bitte schlafen? Scheiße, jetzt habe ich wieder Batterien nachgelegt. Ach, das ist doch Kacke. Jo, ich habe nicht so richtig einen Plan, was wir jetzt wieder machen sollen. Na klar, kann ich jetzt wieder probieren, ob irgendwo neue Türen offen sind. Es ist halt, wie gesagt, einfach so ein Schlüsselsuch und... Ah. Ach ja, okay, die brauchen natürlich auch noch seine lustige Tröte. Ah, verfluchter Kack. Braucht so ein lustiger Gruselclown auch noch seine verkackte, gruselige Tröte. Gruselige Tröte. Haha. Hat er sich vorhin auch schon so gefreut? So, und jetzt? Der bewegt ja dann natürlich auch wieder seinen Kopf. Das wissen wir ja. Kann ich jetzt schlafen? Bitte? Kann ich jetzt bitte einfach schlafen? Ja, genau. Verkackt, ey. Ich jetzt bitte? Nein, scheinbar kann ich nicht einfach schlafen. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, das soll es vielleicht mal für die erste Folge gewesen sein. Ja. Wir schauen dann einfach in der nächsten Folge, was wir hier eigentlich noch so machen müssen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst einfach mal Feedback da, würden wir uns sehr freuen. Und auch über eine Bewertung. Würde ich mich sehr freuen, dann kicken wir in der nächsten Folge dem Gruselclown mal so richtig wieder in den Arsch. Und schauen, dass wir uns von hier irgendwie verpissen können, indem wir noch mehr Schlüssel suchen, was eigentlich alles gar keinen Sinn macht. Aber wir haben uns jetzt drauf eingelassen und ziehen das auch durch, soweit wie es halt möglich ist. Also, hab vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.